Hallo, meine lieben Thermifreunde. Heute möchte ich mit euch mal einen Aufstrich oder beziehungsweise einen Dip zusammen machen. Und zwar nennt sich das Salami-Dip-Aufstrich. Es braucht auch wieder ganz wenig Zutaten. Das meiste hat man eigentlich immer daheim. Wir möchten es sehr gerne. Es ist auch für die Kinder optimal. Es ist überhaupt nicht scharf. Wir geben als erstes in den Mixtopf 70 Gramm Salami, 30 Gramm Camembert, 50 Gramm Essiggurken und 70 Gramm Gouda. Ich habe mir das jetzt alles in so Stücke geschnitten. Die Salami habe ich mir geviertelt, weil ich will, dass die nicht so groß bleiben. Das geben wir jetzt alles in den Mixtopf. Das wird jetzt auch schon zerkleinert. Und zwar 7 Sekunden auf der Stufe 5. Das Ganze sieht jetzt so aus. Geben wir jetzt noch 200 Gramm Frischkäse dazu. Wir schieben auch wieder alles schön nach unten, was noch am Rand oben hängt. So, und das Ganze wird jetzt nur noch 3 Sekunden auf der Stufe 5 verrührt. Ist ja auch schon fertig. Er schmeckt auch ganz gut für die Tuck-Kekse, wenn ihr die kennt. Da schmeckt er auch lecker oder einfach bloß zum Weißbrot. Wie gesagt, er ist überhaupt nicht scharf. Er ist wirklich für die Kinder auch geeignet. Das war jetzt heute wieder ein Ruckzuck-Video von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Über einen Daumen, ihr wisst ja, freue ich mich immer. Besucht mich auch auf Facebook. Da poste ich jeden Tag meine Rezepte und meine Neuigkeiten. So sieht er jetzt aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's heute auch schon wieder. Tschüss, eure Thermimanu.